yeah, Elektroschrott. Dach, Genossen. Ich habe in den letzten Tagen viel an dem Mainboard für den Schlangomaten gebastelt, aber gebastelt in dem Sinne, dass ich in Eagle irgendwelche Linien gezogen habe. Kotlangweilig, definitiv überhaupt gar kein Material für ein Video. Und deswegen musste ich mir irgendwas einfallen lassen, um euch bei Laune zu halten. Wäre nicht so einfach, ich habe hier schließlich einen Unterhaltungsauftrag. Ne? In dem Sinne habe ich mir gedacht, ihr wollt Videos haben und ich, ehrlich gesagt, habe Bock, Videos zu drehen. Also muss ich mir was einfallen lassen und dabei ist ein neues Format rausgekommen, das ihr genau jetzt seht. Und zwar bezeichne ich es als Kaufrausch. Kaufrausch bedeutet, dass ich mir in letzter Zeit alles mögliche Zeug gekauft habe. In diesem Fall war es in erster Linie mal Werkzeugkram. Und ich zeige das einfach mal, was ich so habe. Und hier unten drunter, da findet ihr Links, wo ihr den Kram bei Amazon kaufen könnt, falls der euch interessant vorkommt. Falls ihr sowas kacke findet, dann fürchte ich, müsst ihr warten bis aufs nächste Video, dann sehen wir uns wieder. Hau ab mit deinem Werbescheiß, ja. Und all diejenigen, die jetzt noch bei mir geblieben sind, die bekommen jetzt zu sehen, womit sich der Dicke so in den letzten Tagen kauftechnisch befreut hat. Ist einiges dabei. Fangen wir mal an mit einer kleinen Sache, die Schlangomaten inspiriert ist. Und zwar, ja, es handelt sich um eine Knipex-Krimpzange für ADN-Hülsen. Die habe ich mir deswegen besorgt, weil bei dem Schlangomaten-Video mit der Elektrik ganz viele Leute gesagt haben, ich brauche unbedingt ADN-Hülsen für meine Klemmen. Deswegen hier mal so ein Teil besorgt. Wofür braucht man sowas? Um ADN-Hülsen auf Litzenkabel zu kriegen. Aha, toll. Ich zeige euch das mal. Das hier ist ein Litzenkabel und zwar in dem Fall tatsächlich geeignet für Netzspannung. Das hat nämlich einen Kabelquerschnitt von 1,5 Quadratmillimeter. Das ist so in ungefähr das, was man in einer Leuchte oder so erwarten würde. Also schon das, was so ein bisschen, ne, bisschen Strom ab kann. Man würde sagen, so 10 bis 15 Ampere gehen da schon drüber. Wenn man das jetzt so nehmen würde, ja, man würde es einfach in eine Lüsterklemme reinpacken und feststauben, dann wäre das ziemlich verheerend, weil nämlich dabei hier die einzelnen Litzen verletzt werden würden und das Kabel könnte sich auch lösen. Ah, das wäre auf jeden Fall schon mal nicht gut, das ist offensichtlich. Also könnte man ja auf die Idee kommen, dass man es verzinnt vorher. Und glaubt mir, das ist auch eine ganz schlechte Idee, weil nämlich das Lötzinn unter dem Druck der Schraube nach einer Zeit sich verflüssigt und zur Seite wegfließt, was einen erhöhten Widerstand an der Übergangsstelle bedeutet und dann wird das heiß und das kann ganz fürchterlich scheiße sein. Deswegen macht man sowas auf keinen Fall. Also nicht verzinnbar. Hier so Netzspannung. 5 Volt ist das wurscht, da geht höchstens irgendwas kaputt, aber bei 230 nicht gut. Was man deswegen macht, man verwendet hier solche ADN-Hülsen, heißen die. Das ist nichts anderes hier, das ist jetzt eine isolierte wohlgemerkt, die gibt es auch in unisoliert. Das ist eigentlich nur ein Metallröhrchen aus Aluminium, glaube ich, oder Kupfer, verzinnt, keine Ahnung, irgendein Material. Und da steckt man hier so eine Litze, die man so hat, ne? Da kann man mal so kurz vorher stramm ziehen. Damit es vernünftig reingeht, dann nimmt man die und steckt die da rein. Wenn man es dabei dreht, geht es besser rein. Ja, ganz tief nach innen rein. Und jetzt sieht man hier, ja, da steckt das Kabel drin. Ja. Und dann schnappe ich mir hier die Zange. Schau, hier ist für 1,5 Quadratmillimeter. Da lege ich meine ADN-Hülse ein und drücke einmal kräftig zu. Also man sieht hier einfach nur mit der Hand. So. Was man hinterher hat, ist eine schöne gepresste ADN-Hülse. Sieht man also vorne, das ist auch nicht einfach nur flach gepresst, sondern es hat so ein Profil. Und was hier das ganz coole ist, da sind unten solche Riffel drauf. Das kommt, ne, ich weiß nicht, ob man es hier gut sehen kann, von so einem Profil in der Zange. Und wenn man sowas dann auf der Seite hat, wo die Schraube drauf kommt, dann hält das einfach bombenfest, auch in der Lüsterklemme. Natürlich auch in vernünftigen Vago-Klemmen und so, aber gerade bei Lüsterklemmen ist sowas total wichtig. Cooles Werkzeug, kostet so ungefähr, ne, ich glaube, die hier 24 Euro, es gibt noch eine kleine für 20 Euro, aber die hatte so ein dünnes Plastik an den Griffen und ich dachte mir, wenn man fest zudrücken will, will man vernünftige Griffe haben, deswegen habe ich da die etwas teurere genommen. Gibt auch Geräte mit Ratschenfunktion und einem für 150 Euro, aber hey, brauche ich nicht, weiß nicht, wie es bei euch ist. Das nächste, das ist schnuffig. Das habe ich nicht wirklich gebraucht, aber ich hatte einfach mal so richtig
Bock hier drauf. Ich hatte das seit ewigen Zeiten auf meiner Wunschliste bei Amazon und ich habe es nicht bekommen. Deswegen habe ich jetzt mal zum Geld gegriffen und hat mir dieses, nicht unbedingt total sinnvolle, aber coole Ding gegönnt. Schauen wir mal, was drin ist. Dem Zapp ist ein Wunderkistchen. Das hier ist wirklich was, wo ich mich lange drauf gefreut habe. Und zwar, tada, ein Spezial-Bit- und Sicherheits-Bit-Satz, wo so Zeugs drin ist, wie diese fiesen, exotischen Tree-Wing-Bits hier, ne? Diese komischen Dreiteiler da und diese bösen Stern-Bits hier und auch, was ich ganz besonders wichtig finde, weil sie immer so kacke sind, diese hier. Wahnsinnig praktisch, wenn man Sachen aufkriegen will, bei denen der Hersteller sich gedacht hat, dass man es nicht reparieren können soll und man selber der Ansicht ist, man sähe das ein wenig anders. Was mir dabei besonders gut gefällt, ist, dass der Halter hier, der hat vorne dran, nicht so wie ich das normalerweise eigentlich immer kenne, so eine reine Magnethalterung, sondern das ist eine mechanische Halterung. So, wenn man die Bits da reinschieben will, zieht man das hier kurz runter, lässt es wieder hochschnappen, bombenfest. Und kann sie dann wieder rausholen. Das ist ganz gut, weil so bei den magnetischen Haltern, da habe ich teilweise echt das Problem, dass dann auch die Bits mal rausfallen und so. Das ist nicht so cool. Sind auch von einigen Sachen, die man häufiger mal braucht, also auch zum Beispiel hier so diese ganz normalen Schraubenzieher-Blades und Kreuzschlitze und sowas, sind ja auch extra lange dabei. Das finde ich ganz gut, weil das ist halt, wenn man so tief versenkte Schrauben hat, dass man da vernünftig drankommt. Und ansonsten noch hier so mit Verlängerung und so einem Gedöns und als kleine Spielerei, die kein Mensch braucht, was womit man Flügel schon Muttern anziehen kann. Naja, gut. Qualitativ, also die Metallbox ist geil. Ja, stehe ich drauf. Der Halter hier ist auch sehr schön. Schönes, griffiges Material. Fühlt sich gut an, fühlt sich stabil an und wie gesagt, hat diese coole Mechanik vorne. Die Bits selber würde ich eher so im Mittelfeld einordnen. Also qualitativ, ja, normale Baumarktqualität würde ich mal so sagen. Dafür kriegt man eine Menge davon. Ich denke es mir halt so, ich habe so alle mal tatsächlich da. Einige davon werde ich wahrscheinlich nie brauchen. Und wenn tatsächlich welche dabei sind, die ich so oft brauche, dass sie mir kaputt gehen, dann werde ich genau die von einem richtig guten Hersteller wie HZ oder so nachkaufen. Und bei den anderen reicht mir halt hier so die Mittelfeldqualität. Also wie gesagt, man sollte sich das hier nicht kaufen, wenn man absolute Profiqualität haben will. Dann muss man so Hersteller, wie gesagt, HZ ist einer, sich eher anschauen. Aber für den normalen Bastler, der nur sehr selten mal eine Sicherheitsstaube aufmachen muss, ist das, glaube ich, ganz okay. Falls ich da irgendwie nochmal zu einer anderen Überzeugung kommen sollte, würde ich natürlich nochmal ein Update rauslassen. Aber so bisher, ich habe jetzt zwei, drei Sachen mal damit rumgestaubt, so experimentell war ich eigentlich ganz zufrieden. Hier, Werkzeugpinzetten. Ich habe nämlich neulich einen Toaster repariert, da habe ich meine alten Pinzetten ein wenig ruiniert. Und dann habe ich mir gedacht, verdammt, jetzt kaufe ich mir mal was Gescheites. Und dabei sind die hier rübergekommen. Pinzetten vom Bernstein. So ein Set hier mit 5 solchen Pinzetten kostet mal eben schlappe 65 Euro. Bom, das ist ein Wort. Dazu muss man sagen, hätte ich normalerweise jetzt auch nicht ausgegeben. Bei mir war es wirklich nur, ich war sehr stolz auf mich, weil ich, wie gesagt, es geschafft hatte, einen Toaster zu reparieren. Und ich habe mir gesagt, hey, ich belohne mich mal. Und weil gerade eine Pinzette kaputt gegangen ist, habe ich mir was rausgesucht bei Amazon, wo ich den Hersteller kannte und wo ich wusste, dass der wirklich auch einen guten Ruf in der Industrie hat. Und habe mir einfach von dem was mir gefallen hat, gekauft. Ob sinnvoll oder nicht, muss jeder selber drüber nachdenken. Was ganz wichtig ist. Wenn ihr euch für dieses Set hier interessieren solltet, dann solltet ihr euch darüber im Klaren sein, dass die ESD-Pinzetten von Bernstein Kunststoffteile sind. Das ist also kein Metall. Das ist ein glasfaserverstärkter Kunststoff. Das ist sowas ähnliches, wie wenn ihr einen Quadcopter fliegt, diese glasfaserverstärkten Propeller. Die fühlen sich so ähnlich an. Das ist ein ähnliches Material. Was den Vorteil hat, die Dinger sind extrem leicht. Sie sind säurebeständig. Okay, das braucht man jetzt in den seltensten Fällen. Sie sind antistatisch, klar, aber trotzdem so isolierend, dass wenn man in einer Schaltung rumfrickelt, ja, dass man also nicht Kurzschlüsse damit auslösen kann. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das war auch ein Grund, weswegen ich dann Kunststoff genommen habe und nicht die preislich ganz ähnlichen Titanteile von Bernstein. Aber dafür ist es halt Plastik. Ne? Man hat Kunststoff in der Hand und man muss sich darüber im Klaren sein, das ist halt ein Werkzeug und an der Stelle gewinnt es nicht den Haptikpreis. Bin ich ganz ehrlich. Was ich ganz gelungen finde, ist bei dem Set die Zusammenstellung.
Also wirklich eine ganz schmale, eine abgerundete, eine, wo hier oben die Teile so aussehen wie bei einem Staubenzieher. Dann hier so ein richtiges Spatelteil, womit man ganz gut einen IC greifen kann. Und so eine SMD-Pinzette hier, die wirklich sehr schön ist, wenn man sowohl Teile so nehmen kann, die also so ein bisschen länglich sind, als auch so in irgendwelche Lücken rein. Finde ich von der Formgebung her eigentlich sehr gelungen. Gefällt mir auch besser als so die normalen abgerundeten Pinzetten. Und ein freier Slot, der liegt daran, weil es dasselbe Tool auch nochmal mit 6 Teilen drin gibt. Da wäre dann nochmal so eine Spitzpinzette dabei, bei der die Spitzen aus Keramik sind. Die ist dann extrem hitzebeständig bis 1200 Grad oder so. Da kostet aber allein diese eine zusätzliche Pinzette irgendwie nochmal 30 Euro mehr. Das war es mir nicht wert. Wie viel Temperatur die hier genau abkönnen, weiß ich noch nicht. Ich habe bei Bernstein mal per Mail angefragt. Ich warte darauf, dass ich da eine Antwort kriege. Da werde ich dann nochmal einen Kommentar unter das Video schreiben. Aber da es wirklich SMD-Pinzetten sind, ja, also auch dafür gedacht sind zum SMD-Löten, gehe ich mal davon aus, dass sie zumindest so viel abkönnen, wie man normalerweise an Temperatur bei einem bleifreien Lötzinn hat. Also die werden einem dann schon nicht abkokeln. Würde mich sehr wundern. Ja. Also ich fände sie sehr schön, gefallen mir sehr, sehr gut, aber ich kann es verstehen, wenn man sagt, nee, Kunststoff will ich nicht, ich will Metall. Metall ist von der Haptik schöner, aber die Kunststoffteile haben echt ein paar Vorteile, die man nicht ignorieren sollte. Zu guter Letzt etwas für die Bildung. Tada! The Art of Electronics, 3rd Edition, gerade frisch rausgekommen. Na, hat man in letzter Zeit häufig gesehen. Ich habe es in erster Linie haben wollen auf Rat von Paul hin, der da sehr begeistert davon war, und dann haben plötzlich bei Google Plus 1000 Leute um mich rum alle Fotos von diesem Buch gepostet, und dann habe ich ein bisschen rumgenölt, das hätte ich gerne und das ist ja wirklich toll, aber es kostet viel Geld und 75 Euro und ne. Und was ist passiert? Die beste Ehefrau von allen hat es mir geschenkt, die gute. Top. Dieses Buch hier, das ist wirklich was ganz was Spezielles, muss ich wirklich mal so sagen. Es handelt sich dabei um ein Buch, das von Professoren aus Harvard und Cambridge, glaube ich, rausgegeben worden ist, die Kurzkurse für Nicht-Elektroniker gegeben haben. Also müsst ihr euch so vorstellen, so Typen, die also wirklich Elektrowissenschaft, keine Ahnung, oder Physik oder so studieren und dann Postdoc haben, ihren Doktortitel schon in der Tasche und merken dann, dass sie für ihre Projektarbeit irgendwie eigentlich auch mal richtig mit Elektronik praktisch was können müssten. Dafür haben die so Halbsemester- und Semesterkurse abgehalten. Und daraus ist das Buch entstanden. Die erste Auflage ist noch von 1980, das ist wirklich ein Kurs- und Lehrbuch ein reines. Die zweite Auflage ist 1989 rausgekommen, war wohl schon, ich kenne sie nicht, ich habe sie nicht gelesen, etwas, wie soll ich sagen, linearer, so mehr so zum Durchlesen und auch nicht nur für den Schulbetrieb gedacht. Und jetzt hier die dritte Auflage, die also gerade dieses Jahr frisch rausgekommen ist und den Autoren zufolge die finale Auflage sein wird, die ist meiner Meinung nach, so wie ich es vom Lesen her finde, richtet die sich also schon ziemlich an den Hobby-Elektroniker auch mit. Man kann es natürlich auch in der Uni verwenden, aber man kann als Hobby-Elektroniker echt was rausholen für sich. Ich bin noch nicht weit. Also wenn ich jetzt hier mal mein Lesezeichen mal so rausprokle und mal gucke, ne, was haben wir da, Seite 51? Ja. Aber auf diesen 51 Seiten, ja, da habe ich viele, viele, viele Dinge kapiert, die mir vorher immer echt, naja, also schon Rätsel aufgegeben haben. Das ist wirklich ganz faszinierend. Also sie vermeiden, soweit es irgendwie geht, einen hier mit Formeln zuzuschmeißen. Also auf den paar Seiten, die ich hier mal durchblättere, sieht man das schon. Es ist einfach nur sehr bedingt formelhaltig. Es sind dafür viele kleine Schaltpläne und Abbildungen dabei. Der Text ist durchaus unterhaltsam. Ich rate euch, hier unten die Fußnoten mal zu lesen, dann wisst ihr eigentlich Bescheid, wie es ist. Es ist halt ein amerikanisches Fachbuch, die sind einfach sehr locker. Und ich bin einfach komplett begeistert. Ich weiß, ich werde noch lange Zeit dafür brauchen, aber ich werde den Wälzer definitiv von hier bis hier durchlesen. Und danach schnappe ich mir wahrscheinlich und lese nochmal. Also, The Art of Electronics von Paul Horowitz und Winfield Hill. Unglaublich geiles Buch. Klar, man muss Englisch können und zwar relativ vernünftig Englisch können, damit man was rausziehen kann. Aber wenn man Englisch kann und wenn man, ich sage jetzt mal so, zur Electronic Maker Szene gehört und gerne einfach mehr verstehen würde, die meisten Lehrbücher und Sachen, die man im Internet findet, aber dann viel zu theoretisch findet und damit nicht klarkommt, das ist das Buch, das ihr braucht. So, das war der erste Elektroshot-Kaufrausch.
Ich hoffe, es hat euch nicht allzu sehr gestresst, aber wenn ja, dann war da ja diese Sache mit der Tür und so. Keine Angst, ich mache in Zukunft nicht lauter solche Videos, aber in der letzten Woche war gerade mal der Werkzeugkauf so ein bisschen heftiger und ich habe mir gedacht, ne, das kann ich euch auch mal zeigen, das Zeug. Vielleicht ist ja irgendwas dabei, was ihr interessant findet. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, was ihr so davon haltet, auch von dem Format an sich. Das wird nichts daran ändern, dass ich es weder sehr häufig machen werde, noch nicht. Aber ich freue mich ja immer von euch zu hören. Ich bin ja so Attention Whore. Ja, ne? Attention Whore braucht Attention und ohne Attention, ach. Okay. Wie dem auch sei, ich will eure Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen. Ihr könnt im Zweifelsfall ja vielleicht mal auf die Links... Egal. Wetter draußen ist klasse. Ich hole mir jetzt ein Bierchen, schneiden tue ich es morgen wahrscheinlich oder vielleicht doch gleich noch. Egal, sehen wir dann. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, wenn wieder gebastelt wird. Tschüssing.